einen wunderschönen guten Tag aus Wieperow. Ich bin heute unterwegs und zwar in Mecklenburg-Vorpommern. Und hier heißt es Wieperow Tor zur Müritz. Es ist wettertechnisch nicht so der Hammer. Wie ihr seht, es regnet schon. Aber ich sag mal so, wenn ich auf super schönes Wetter warte, dann komme ich dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht mehr los, jedenfalls nicht im Sommer. Ja, das hier ist die B198, liegt sozusagen direkt an der, ja, ein bisschen unterhalb der kleinen Müritz. Und hier, ich zeige euch mal den Parkplatz. Das ist so ein kleiner Parkplatz. So sieht das hier aus. Ich stehe hier. Kann man gratis stehen. Keine Höhenbeschränkung und auch keine Verbotsschilder. Also hier lasse ich das Auto jetzt, ich sag mal, 2 Tage stehen sozusagen, weil geplant ist mit einer Übernachtung. Aber das erzähle ich euch gleich nochmal, wenn es da unten ist, glaube ich, ein bisschen ruhiger. Deswegen, ich packe jetzt erstmal alle Sachen zusammen und dann sehen wir uns gleich auf dem da unten bei der Einsatzstelle. So, hier nochmal eine kleine Karte, damit ihr euch das vorstellen könnt. Also eine große, schöne Rundtour. Und dann kommt jetzt gleich nochmal der Bolter Kanal, weil man den ja da oben nicht richtig erkennen kann. Hier seht ihr das nochmal. Also, weiter geht's. So, hier ist gerade kurze Regenpause. Also es geht einigermaßen. Eben hat es nochmal richtig geschüttet. Ich habe alles aufgeladen und jetzt muss man einfach nur hier über die Straße. Und da hinten, wo ihr diesen Balken seht, da geht es dann runter zum Wasser. Also, auf geht's. Ja, und heute natürlich auch mit neuem Wagen. Da ist das gute Stück. Und die Tasche ist auch schon fertig, zeige ich euch auch gleich. So, angekommen, das ist die Einsatzstelle, wie ihr seht, die ist echt cool. Hier müssen wir dann gleich um die Ecke, aber das seht ihr gleich. Das ist der Platz, kommt man da längst mit dem Auto nicht hin. Und hier könnte man noch ein kleines Picknick machen oder seine Fahrräder hinstellen. So, ich packe jetzt den Wagen ein und dann geht's auf aufs Wasser. So, Wagen verstaut mit meinem neuen System. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle. Finde ich ganz cool so. Da sind auch Sachen drin, die brauche ich erst fürs Zeltaufbau. Weil ja geplant ist, circa der Hälfte der Strecke werde ich eine Nacht sozusagen auf dem Campingplatz verbringen. Das ist der Campingplatz Labussee, glaube ich, heißt das da. Und die gesamte Strecke wären so circa 36 Kilometer und ich werde heute nur in Anführungsstrichen 16 Kilometer machen. Also wenn das so schüttet, ist das natürlich auch schon ein bisschen eklig. Es nervt ein bisschen mit den Trockenwischen und so, ne? Ansonsten von der Temperatur her geht's, Wind auch. Ja, aber wir gehen erstmal aufs Wasser und dann erzähle ich mehr. Auf geht's. Ja, wie ihr seht, die Dinger gibt es hier auch. Das Ding ist sogar relativ breit. Ganz cool. Aber gut, jetzt muss ich ja wirklich erstmal ins Wasser. Ja. Wie viel Sand drin ist in dem blöden Skeg. Boah, bin ja jetzt schon nass. Na, das wird ja was werden. Leute. Ja, ein wunderschöner Sommertag in Mecklenburg-Vorpommern. Herrlich. Naja, vielleicht können wir ja gleich mal testen, ob das Zelt auch wirklich wasserdicht ist. Wollte ich ja eh mal wissen. So, aber ich fahre jetzt erstmal hier unter die Brücke und dann geht's auf. Direkt gegenüber ist noch ein Campingplatz und wir fahren jetzt erstmal hier Richtung Kleine Müritz. So, juhu! So, die erste Pause nach 10 Metern. Hallo, Echo! Haha! Ja, ich warte jetzt erstmal, bis das noch mal kurz ein bisschen aufhört. Boah.
Achso, was ich noch vergessen habe, der Campingplatz hier gegenüber, der heißt Campingplatz am Müritzarm. Und Wieperhoe ist wirklich eigentlich nur so ein kleiner Durchfahrtsort an der 198. Ich glaube, da gibt es noch einen Bäcker, ansonsten gibt es da nicht viel. Ne. Ja. Und ich hoffe, dass es gleich aufhört und dann melde ich mich gleich nochmal, wenn es weitergeht. So, da kommen welche. Sehr schön. Wellen! Aber lieber Wellen als Regen. Sag ich so in meinem Kühlchen gleich, wie schwabbelt das denn raus? So, ich habe keine Lust mehr länger zu warten. Da kommen jetzt auch noch ganz viele Boote. Ich fahre weiter, egal. So, auf geht's. Oh, was ihr hier vorne seht, das ist schon die kleine Müritz. Und sozusagen der Vorläufer zur großen Müritz. Oha, habt ihr das gehört? Das ist ja mal ein Horn, was man so gar nicht hört. Hier hinten, das ist dann Rechlin. Die haben auch so einen schönen Yachthafen. Und ja, hier überall Bootsschuppen und so. Und da ist dann Wieperhoe. Und ja, Bernd 1. Bernd das Brot. Ja, der tuckert jetzt weiter mit vorbei. Ja. Und auch das hier ist eine Bundeswasserstraße, ne? Also von wegen Kennzeichnungspflicht. Wobei, naja, gut. Ich habe jetzt ja auch das Boot, was eigentlich nicht so ganz 100% richtig gekennzeichnet ist, weil der erste Buchstabe hat zwar 10 cm, aber die anderen Buchstaben eben nicht. So. Aber ich glaube, so dramatisch ist das auch nicht. So, ich tucker mal jetzt hier raus, weil ich stehe hier mitten in der Fahrrinne. Und dann erzähle ich euch gleich noch was. Wobei, ja, die kleine Müritz ist natürlich überhaupt nicht mit der großen zu vergleichen. Ne? Die ist natürlich viel, viel kleiner und auch relativ flach. Das Schöne hier an der Tour ist, das ist eine relativ große Rundtour. Ich bin diese Tour schon einmal an einem Tag gefahren. Das war nicht so schön, das war zu viel, wieder mal. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, ich zeige euch die Tour nochmal. Aber dann, wie gesagt, eben mit einer Unterbrechung bei Kilometer 16 so circa. Und damit ihr das mal so seht, das ist die Müritz-Havel-Wasserstraße oder eben Müritz-Havel-Kanal, so wie man kann man eigentlich schimpfen, wie man will. Da kommen wir dann nachher wieder raus sozusagen. Und wir fahren jetzt hier Richtung Müritz raus. Und der Einsatzpunkt ist da hinten bei der Brücke. Also es ist wirklich eine schöne Rundtour, die man richtig gut mal machen kann. Auch wenn ihr immer nur ein Wochenende Zeit habt oder so, eine Übernachtung zwischendrin, hast du eine super Tour. Ne? Aber das seht ihr dann ja noch. Ja, hier, kleine Müritz hat eine kleine Insel. Das ist die da vorne. Die nennt sich, glaube ich, Burgwall. Und ja, Rechlin ist, glaube ich, nicht allzu groß, was ich so geguckt habe. Da gibt es ein luftfahrttechnisches Museum und ein Stück weiter oben erzähle ich noch was, da ist ein schönes Naturschutzgebiet. Ja, ansonsten fällt mir hierzu nichts mehr weiter ein. Paddeln wir erstmal ein Stück vorwärts. Ihr macht gerade den Mast hoch oder wie? Ja, ist schon hoch. Achso, okay. Na dann viel Spaß gleich. Ja. So, hier vorne geht es gleich um die Ecke und dann sind wir eigentlich auch schon auf der Müritz. Oha, ein Stellnetz. Mal schnell den Skeck hoch, dann passt das ja wohl. Hier vorne am Pfahl, da hängt das unter Wasser. Ja. Sehr gut. Oh, hier ist ganz schön Verkehr, ne? Wenn man das da so mitkriegt. Ordentlich was los. Den ein paar Metern hier. So, hier einmal rum. Und dann sind wir gleich auf der Müritz. Ne? Das Riesending. Das ist übrigens Deutschlands größter See. Also der Gesamt, also der in Deutschland liegt, sagen wir mal so, ohne andere Länder. Ansonsten wäre es natürlich der Bodensee. Aber ich glaube, da haben wir ja noch Österreich, Schweiz und ich glaube Liechtenstein, ne? Die dann noch dran hängt. Deswegen, also eigentlich
ist die Müritz der größte deutsche See, würde ich mal sagen. Und heute windtechnisch geht das. Also ab und zu kriegt man natürlich mal einen ab. Aber auf der Müritz muss man auch sehr vorsichtig sein. Man sagt ihr ja nach, sie hat so ein eigenes kleines Mikroklima, weil der ja so groß ist. Also da müsst ihr windtechnisch wirklich aufpassen, wenn ihr da wirklich mal quer rüber wollt oder so. So, aber wir haben es gleich geschafft. Da vorne dieses kleine schmale Stück noch und dann sind wir auf der Müritz. Ja, das ist die Müritz. Riesengroß und eine relativ kleine Einfahrt hier südlich. Und damit ihr mal eine Vorstellung habt, also die Nord-Süd-Ausrichtung, das sind ca. 29 Kilometer und Ost-West ist ca. 13 Kilometer. Also das Ding ist schon mal echt groß, muss man sagen. Muss mal kurz bremsen. Hier kommt ein Jetski. Ja, kurz hinter Priborn ist, glaube ich, die Elde hier irgendwo. Und das ist dann der Abfluss sozusagen von der Müritz. Und wie gesagt, die ist schon so groß, dass man da auch wirklich bei etwas größeren Windstärken muss man da schon sehr vorsichtig sein. Jetzt wollte ich mal zeigen, wie er Gas gibt, aber ja, jetzt tuckert er hier nur noch so lang. Eben hat er richtig Gummi gegeben. Aber gut, was soll's. Jetzt hat er mich aus dem Konzept gebracht. Wollte ich noch irgendwas erzählen? Ich weiß es nicht. Naja, ich kann euch jedenfalls erzählen, was ich vorhab. Ich tuckel jetzt hier an der Küste lang. Ein paar Kilometer geht das hier hoch. Dann kommen wir auch noch an diesem wunderschönen Naturschutzgebiet vorbei. Und dann biege ich nachher rechts in den Bolter Kanal ein. Und da war eigentlich geplant, da ist so ein kleiner schöner Strand, dass ich da mal ein bisschen baden kann. Mal gucken. Ne? Aber wir tuckern erstmal langsam los. Ach, ehrlich. Und ich habe auch schon ordentlich hier, wie heißen die, Fischreiher gesehen. Und Vogelgedöns ohne Ende. Aber leider sind die noch relativ scheu irgendwie. Also ich bin ja kein Vogelkenner, ne? Aber ist das hier nicht so ein fetter Adler oder sowas? Der sieht ja riesig aus. Also ich meine, bei euch sieht er jetzt klein aus, aber ich würde mal sagen... Das sieht doch böse nach einem Adler aus, oder bin ich jetzt blöd? Krass, also so von hier aus sieht der richtig cool aus. Ne? Habe ich so auch noch nicht gesehen. So, na, ich weiß, auf der GoPro kommt das nicht rüber, aber der ist nicht weit weg. Versuch mal ein Stück dichter noch mal ranzukommen. Ja, krasses Viech. Also Adler gibt es ja auch. Cooles Viech. Na, dann fahren wir mal weiter. Das ist ja schon mal ein cooles Erlebnis. Hier ist es auch ziemlich flach. Und ab und zu guckt man Stein. So eben unter der Wasseroberfläche. Also müsst ihr so ein bisschen aufpassen, wenn ihr die etwas besseren Kajaks habt. Das hier vorne, das gehört noch zu Rechlin. Das nennt sich, glaube ich, Rechlin Nord. Und die haben auch eine schöne Badestelle da hinten. Eine schöne Badestelle da hinten. Ja. Und hier wird ordentlich gesegelt. Das sieht auch cool aus. Aber gut, das ist, naja, für euch wahrscheinlich zu klein. Ah, habe ich auch gerne gemacht früher. Schön segeln, herrlich. Ja, Wetter, das wird wohl erstmal so bleiben. Im Radio haben sie gesagt, bis Mitte August wird das wohl immer so regnerisch bleiben. Naja, ne, hier hinten seht ihr das ja, ist alles dunkel. Und da hinten ist alles milchig und ich glaube, da ganz hinten schüttet das. Ja, naja, eigentlich wäre es ja mal interessant, wenn das heute Abend schön, wenn ich im Zelt hocke, wenn das mal ordentlich schüttet, dann kann ich auch mein Zelt testen, ob das wirklich wasserdicht ist. Haben wir das auch mal getestet. Ne? Weil ich habe ja Tipps bekommen, von wegen, ich soll das mehr durchlüften, dann habe ich morgens nicht dieses Kondenswasser. Mal gucken. Das werde ich sonst ausprobieren, wenn es nicht schüttet. Aber es sieht böse danach aus, dass es auf jeden Fall nass wird. In irgendeiner Form. So, wir fahren weiter. Vorwärts. Und man merkt das, das Boot ist jetzt ja ordentlich beladen. Das ist auch immer doch ein Unterschied, muss man sagen. Auch wenn man das Boot auf den Wagen heben muss. Ah.
ja wunderschön. Guck mal hier, auch noch mal ab und zu überall kleine Strände mit einer kleinen Bank. Herrlich. Da hinten sind die Viecher auf der Wiese. Also es ist richtig schön hier. Herrlich. Und hier kannst du auch, geht es auch relativ flach rein, also und sandiger Boden. Perfekt für einen kleinen Badeausflug. Aber wie gesagt, ich paddel noch ein Stück weiter. Ich bin ja gerade erst angefangen. Ne? So. Ja, da vorne kommt gleich noch eine Marina. Die zeige ich euch noch mal. Und wir paddeln weiter. Ja, das hier ist die Marina Müritz. Wie ihr seht, hier könnt ihr ordentlich Möwen beobachten. Hier ist alles voll. Gras. Und ja, ich glaube, dass das hier hinter ist, glaube ich, Kleinrechlin nennt sich das. Und ein Komoran ist auch dabei. Und die haben sich hier extra so eine schöne Schutzmauer gemacht. Aber ich fahre gleich einmal noch mal kurz um die Ecke, dann seht ihr das. Und das sieht ja auch böse nach Ferienwohnungen und so aus. Also hier könnt ihr euch bestimmt auch schön was mieten. So, dann wollen wir hoffen, dass die mich hier nicht verkacken. Ne? Das wollen wir nicht. Ja, so sieht es ja aus. Die Möwen fühlen sich jedenfalls sehr wohl hier anscheinend. Gefällt ihnen. Aber ich fahre jetzt einmal noch mal hier vorne um die Ecke. Ja, das sieht doch aus wie Ferienwohnung hier vorne. Würde ich mal sagen. Ja, und dann ist das ziemlich geschützt. Und da hinten liegen dann die ganzen Segelboote und alles. Und da vorne ist auch noch ein schöner Sandstrand mit hier Volleyball oder wie es heißt, oder Beachball, keine Ahnung. Ja, eigentlich sieht nett aus, gefällt mir. Aber es fängt wieder an zu regnen, da packe ich euch mal lieber wieder ein. Und ich schippe hier mal weiter die Küste entlang bis zum Bolter Kanal. Ne? Da geht es dann wieder rein. So, wir machen uns jetzt mal Richtung dem Naturschutzgebiet. Eigentlich ist das hier auch schon Naturschutzgebiet, denn das ist ja hier der Müritz Nationalpark. Ich glaube, der ist seit 1990, ist das hier auf circa 320 Quadratkilometer alles Naturschutzgebiet. Aber ich wollte euch hier oben noch eins zeigen. Das ist noch hier mit Restmunition und so, aber das haben die, glaube ich, seit 2016 oder wieder freigegeben. Und da kann man jetzt auch durchwandern. Also ich habe mal geguckt, da gibt es dann so Wege, so Rundwege, die sind da, was weiß ich, 7-8 Kilometer. Und dann kann man sich das Naturschutzgebiet hier vorne mal angucken. Aber das zeige ich euch gleich nochmal vom Wasser. Achso, wo ich das gerade sehe, da vorne das Rind. Dazu kann ich gleich nochmal was erzählen. Ja, wo wir hier gerade unseren Sportsfreund hier sehen. Der gehört, ist also sozusagen ein Teil des Naturschutzgebietes. Das sind wohl diese Fjellrinder, die benutzen die hier ja, zum Grasen und so. Und ich glaube auch Gotlandschafe sollen hier auch frei rumlaufen, die dann hier alles so im natürlichen Rahmen kurz halten, sag ich mal so. Und vielleicht die ja, Samen oder sonst irgendwas einmal durch das Viech durch und hinten wieder raus, dass sich das verteilt. Ne? Ist ganz cool. Die latschen hier jedenfalls so durch die Gegend. Und ich meine, das Viech hieß Fjellrind. Ne? Also, mach's gut. Und danke. Ist schön. So, oh, ich muss mich ein bisschen beherrschen mit dem Film. Ich sehe schon, ich habe schon wieder viel zu viel gefilmt. Und die Batterie muss ich auch wechseln. Ja. Und hier jetzt noch ein kleines Stückchen hoch. Da geht es dann in den Bolter Kanal. Aber da sehen wir uns gleich nochmal wieder. Bis gleich. Ich zeige euch jetzt mal hier vorne den Strand, wo ich meine Pause machen möchte. Aber was ich nicht verstehe, ist immer, wieso, wenn die wissen, da sind Munitionsreste, wieso wird das nicht gleich weggemacht? Ich verstehe das immer nicht. Aber gut. Ne. Das wird ja wohl drin sein, dass man das mit den Jahren, das sind ja schon ewig, ist das ja schon her, man das nicht einfach mal wegmacht, verstehe ich immer nicht. Auch was noch alles so in der Ostsee liegt und so. Naja, erst reinpfeffern, ne? Aber wenn wir mal irgendwas wegschmeißen, dann ist gleich, aber der Staat, der braucht das nicht wegmachen. Krass, obwohl der das alles verzettelt hat. Ne? So, ich zeige euch mal den Strand.
Ne? Solche Tonnen, die erzählen euch, was ihr dürft und was ihr nicht dürft. Da vorne ist der Strand. Und wie ihr seht, kein Mensch da. Haha. Bei der letzten Tour haben wir sogar welche gecampt. Das ist wahrscheinlich nicht erlaubt, aber eine Feuerstelle ist hier. Und ein schöner Strand. Haha. So, springen wir mal raus. Schwuppdiwupp. Ja, so sieht das aus. Kleine Sitzmöglichkeit, schöner Strand. Und ich denke, man kann hier auch schön baden, so wie ich das gesehen habe. Und da bin ich eben lang gefahren. Da ist dann das Rechliner Steilufer. So, komm mal ran, Mignon. Dann wollen wir mal gucken, wie das hier so aussieht. Ach so, aber das zeige ich euch dann gleich. Direkt hier vorne ist dann schon die Einfahrt in den Bolter Kanal. Oh, was ist das denn hier? Was sehe ich hier gerade? FKK-Strand. Aha. Also ein offizieller FKK-Strand. Das wusste ich nicht. Der heißt Bolter FKK-Strand. Okay. Ja, dann kann ich ja alles ausziehen. Ah, sind noch zwei Kajakfahrer unterwegs. Aber bevor ich jetzt was futter, werde ich jetzt erst noch einmal in die Fluten springen. Weil ich glaube, das Wasser ist relativ angenehm. Ein bisschen wärmer auf jeden Fall als die Ostsee, gefühlt. Ja, dann springe ich mal rein. Also, bis gleich. Ah, herrlich. Sehr gut. So, jetzt habe ich mir erstmal was zu essen verdient. Heute gibt es Kartoffelsalat mit Frikadellen. Das ist natürlich immer blöd, weil man dann diesen ganzen scheiß Müll hat. Aber ich denke mal, hier vorne an dem Hafen werde ich ja wohl meinen Müll irgendwie loswerden. Ne? So, mal gucken, wie das schmeckt. Hm. Bisschen warm geworden. Aber geht. Ich habe das extra unten am Rumpf gelegt. Ich dachte, dann kühlt das Wasser so ein bisschen. Aber gut, naja, so kalt ist das Wasser jetzt auch nicht, aber. Ja. Auf jeden Fall ist hier ordentlich was los. Macht Spaß. Kann man ordentlich Boote gucken, auch ein paar Kajakfahrer. Und so gesehen habe ich ja Glück, dass hier heute keiner ist, weil FKK-Strand hätte ich ja sonst gar nicht filmen können wahrscheinlich. Ne? So gut. Mhm. Naja. Ja, dann fahre ich mit euch gleich mal hier den Kanal rein. Und ich denke mal, ich gucke mir auch noch mal den Hafen an. Muss ja eh den Müll loswerden. Und dann machen wir mal Lugi-Lugi, wie das da aussieht. Und vielleicht hat ja ein oder andere von euch ein etwas größeres Boot. Dann kann man sich überlegen, ob man hier mal Pause macht. Was ich weiß ist, ihr könnt den Kanal nicht ganz durchfahren. Da kommt nachher noch eine Schleuse, das erzähle ich nachher noch. Aber nur bis dahin könnte man mit dem Boot fahren, weil der ist dann für Motorboote nicht mehr erlaubt. Das schon mal dazu. Aber so, ich esse jetzt erstmal auf und wir sehen uns dann gleich im Kajak nochmal. Bis dahin. So, alles wieder verstaut. Den Müll muss ich noch gleich loswerden. Und die Sonne ist rausgekommen. Haha, sehr schön. Freut mich. Da hinten sieht es zwar noch ein bisschen grau aus, aber wenn das so bleibt, bin ich schon voll zufrieden. Sehr schön. So, Boot ins Wasser und dann geht's weiter. Auf geht's. Ah, herrlich. Herrlich, herrlich. Habe ich euch das Wasser eigentlich schon gezeigt? Nee, ne? Mach ich nochmal schnell. Also, guckt euch das an. Wunderschöner Sand. Herrlich. Und da hinten kannst du richtig schön schwimmen. Ja, ist richtig schön hier. So. Oh, guck mal, da sind auch nochmal zwei Kajakarana. Mal sehen, vielleicht treffe ich die ja gleich nochmal. Mal gucken, was die hier so erzählen. Oh, guckt euch das an. Vor lauter Quatschen, ich lasse hier mein Handy oben drauf lose liegen. Eieiei, das wäre fast in die Hose gegangen. Latschen, die halten ja wohl hoffentlich. Und dann springen wir mal wieder rein. Oh, so. Ah, die überlegen wohl noch, wo sie hinfahren wollen, was?
Schwuppdiwuppdi. Oh, jetzt hänge ich hier wieder an der. Ah. So. Ja. Ich bin auch echt ein Ferkel. Das muss man einfach so sagen. So, auf geht's. Sehe ich euch mal um. Dann zeige ich euch mal, ich muss hier einen kleinen Bogen fahren, weil die haben ja wieder diese Netze. Hoppala. Ausgelegt. Da muss ich erstmal einmal außen rum und dann gucken wir in den Kanal rein. Ja, könnt ihr den sehen? Da ist auch noch ein Fischreiher. Der haut diesmal nicht gleich ab. Vielleicht könnt ihr den ja sehen. So, hier muss ich jetzt einmal rum bei den Möwen. Und da vorne sind noch drei andere Kajakfahrer. Aha. Und das ist der Bolder Kanal. Da fahren wir jetzt rein. Ah, vielleicht kommt da noch eine bessere Stelle, weil da vorne sieht das ziemlich hoch aus mit dem Ein- und Aussteigen. Mal sehen, ob ich da rauskomme. So, mal gucken. Der Bolter Kanal. So, hier war meine Idee, auszusteigen und den Müll loszuwerden. Mal gucken, was hier steht. Gibt es auch immer gleich Informationen hier, das ist ja ganz cool gemacht. Und ich glaube, da ist sogar ein Mülleimer da oben irgendwo. Aber es ist natürlich ganz schön hoch. So, und dann wollen wir mal gucken, ob ich ja, mit der Schnur, das geht gar nicht, die reicht gar nicht. Das muss ich dann mit der, da haben wir es mal wieder, ne? Dafür ist diese Paddelhalterung dann doch ganz gut. Das passt, ich habe das Paddel hier oben schon hingelegt. Den Müll rausholen. Den lege ich hier schon mal hin. Und dann wollen wir mal gucken, ob ich hier mich irgendwie festhalten kann. Oh Gott, das wird nicht so einfach. Ist ja auch die Frage, ob ich hier wieder reinkomme. Ne? Aber gut, jetzt haben wir es angefangen, jetzt machen wir das Ende. So sieht das aus. Und dann hier rauf. Mann, 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 du. Müll vielleicht. Oh. Woanders wegbringen sollen. Oh, da ist es. Tschüss. Nein, es ist eine Lampe. Ich dachte, das wären diese grünen Mülleimer. Jetzt ist hier noch nicht mal ein Mülleimer. Ich glaub's ja wohl nicht. Oh, ernsthaft. Dann warte ich immer ein Stück lang. Ja, also es scheint auch ein Campingplatz hier noch zu sein irgendwie. Also es ist ein Hafen, Naturhafenbolter Kanal mit Campingplatz. Gut, ich muss jetzt hier ewig weit latschen bis zur Toilette, bis ich den Müll gefunden habe. Aber gut, dann flitze ich mal schnell zurück und dann sehen wir uns gleich am Boot. So, hier geht's lang. Ewig weit. Also gefühlt. Oh. Dann wollen wir mal gucken, dass wir hier wieder reinkommen. Oh Gott. Gar nicht so einfach. Boah, mein Gott, das sieht keiner. Schnell erstmal hier ran. So, ich sitze. Geschafft. So. Dann drehe ich euch mal wieder um. Ne? So, Paddel ist auch wieder da und weiter geht's. Jetzt zeige ich euch den Hafen mal von der Wasserseite. Das macht mehr Spaß. Oh, da sehe ich eine Angelschnur. Da müssen wir ein bisschen ausholen. Ja, so. Ist anscheinend gut besucht, würde ich mal sagen. Also, ich glaube, ich habe zwei Plätze jetzt gesehen, die frei sind. Ansonsten ist ja alles belegt, du. Tolle Hütte. Das sieht alles ziemlich belegt aus. Ach, Ula ist auch hier. Guck mal an, du. Orca und wie sie alle heißen. Krass. Moin. Moin. Und ja. Der Bolter Kanal, hier wird er dann so ein bisschen natürlich. Der ist auch nicht besonders lang mehr. Der ist nur noch so, ja, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, so 2-3 Kilometer lang. Dann kommt die Bolter Mühle. Das ist eine ehemalige Wassermühle. War mal, glaube ich, sogar eine Schleuse.
weit. Ich glaube 1837 war das hier die erste schiffbare Verbindung zwischen der Müritz und Berlin. Aber das ist eben, ich glaube diese Mühle da hinten, diese Bolter Mühle ist jetzt nur noch ein Wehr. Also da ist nichts mehr mit Schleusen oder sonst irgendwas. Da müssen wir auch umtragen. Und deswegen ist denn ab da hinten kannst du mit dem Motorboot oder so nicht mehr weiterfahren. Da ist dann Ende Gelände sozusagen. Ja, das zum Bolter Kanal. Ein kurzes Vergnügen, aber ein schönes Vergnügen. Ist ein schöner, kleiner, gemütlicher Kanal. Ich habe eben schon ein paar Stand-Up-Paddler gesehen und so. So, schon schön. So, aber ich stelle euch nochmal um. Und habe hier, es ist dann komplett grün. Und wunderschön. Herrlich. Und rechts ist immer noch dieses, ich sag mal, militärische, ehemalige militärische Gebiet. Da sieht man immer noch mal ab und zu diese Schilder, dass du das eben nicht betreten darfst. Achtung, Munition und so. Und die linke Seite, da sind Wege, da kann man spazieren gehen. Boah, der sieht auch mal krass aus hier, wa? Fette Eiche oder was das ist. Nicht schlecht. Moin! Ein paar schöne alte Häuser und dann ist auch gleich Ende mit Kanal. Dann zeige ich euch mal, wo ihr denn aussetzen müsst. Das hier sieht fast aus wie die alte, ja, so ein Teil von der Schleuse noch von früher. Und da hinten ist dann Ende und ich glaube, da vorne ist auch noch so ein Kanu-Kajak-Verleih. Also wer kein eigenes Boot hat, der könnte sich theoretisch hier Boltener Mühle beim Kanu-Kajak-Verleih sich auch was leihen. Ja, und wenn ihr von dieser Seite kommt, dann nicht da aussetzen, das ist nämlich dieser Kajak-Verleih, sondern ihr fahrt einfach hier rechts rum. Es geht dann hier rechts rum und dann gleich wieder links und da kann man dann aussetzen, weil das hier ist, glaube ich, privat. Ist so ein bisschen versteckt, das sieht man von da vorne nicht. Aber wenn ihr hier ein Stück reinfahrt, dann seht ihr das. Hier geht das dann rum. Und da vorne geht es dann raus. Zwei Kajakfahrer hier, die blockieren hier gerade natürlich wieder alles. Und ich darf sie natürlich filmen. Und ja, dann könnt ihr euch selber nachher mal angucken. Ne? Wo wollt ihr denn ganz hin? Wir machen eine Rundtour. Und dann wieder zurück. Achso, gleich wieder hier. An einem Tag, oder? Zwei Tage. Guck mal, mach ich auch. Nur andersrum. Achso. Dann viel Spaß, ne? Jo, ebenso. Tschüss. So. Und ihr habt die hier geliehen, oder wie? Ja. Na, super. So. Jetzt ist er wie frei. Alles klar, viel Spaß. Ja. Tschüss. Ja, auch noch. Danke. Gehen wir mal raus. Da wollen wir aussteigen, ne? Ja, und normalerweise meine ich, also so war es eigentlich letztes Mal, es gab hier einen großen Bootswagen, aber es kann auch sein, dass der dann auf der anderen Seite steht und dann müsste ich den holen und wieder herfahren, aber das können wir ja mal gucken. Ich habe ja meinen eigenen mit, deswegen nehme ich natürlich den, das ist einfacher. Mein smarter Sack, ne? Packen wir das mal wieder aus. So, Wagen ist angetüdelt, Latschen an. Auf geht's! Attacke! Guck, ob wir den anderen Wagen noch finden. Steht! Ja, da kommt dann irgendwann die Straße, da müsst ihr einmal rüber. Das ist die alte Wassermühle. Und da unten ist dann schon der Einsatzpunkt. Aber Gelegenheit ist günstig. Kommt gerade kein Auto. Fahren wir schnell mal rüber. So, und hier geht's dann runter. Relativ schmal. Oh,
Das ist übrigens der Wagen, wo ich vorhin erzählt habe. Den könnt ihr nochmal benutzen, aber diese Menschen hier, die ihr jetzt nicht seht, die hatten den im Betrieb. Ne? Deswegen musste ich meinen nehmen. Gut. Macht's gut, schöne Tour noch. Tschüss. Ciao. Ja, ansonsten ist das eine super Einsatzstelle. Auch extra hier mit Rollen und so. Also es ist gut in Schuss. Kann man nicht anders sagen. So. Vielleicht auch ein schöner Punkt, um Pause zu machen. Da vorne kann man noch schön sitzen. So. Schöne Tafel gibt es hier auch. Aber ich schmeiße jetzt erstmal das Boot ins Wasser. Und dann fahren wir weiter. So, komme ich mal an Bord. So. Also das geht auch wunderbar hier. So. Gelandet. Tschüss. So sieht es auf der Seite aus. Und hier ist anscheinend noch irgendwie so eine Pausenjause, keine Ahnung. Da kann man wohl hier anlegen und noch eine kleine Pause machen. Also wer Hunger oder Durst verspürt, der kann das hier auch befriedigen. Ne? Aber ich fahre erstmal weiter, ich habe ja alles dabei. Ah. Ja, hier geht es jetzt runter. Nennt man, glaube ich, die alte Fahrt. Und dann kommt auch der Karpsee. Der Karpsee ist auch Naturschutzgebiet. Das seht ihr dann gleich, da sind auch noch so Tonnen und dann darf man nur, ich sag mal, an den Tonnen entlang den See queren. Also da soll man dann nicht links und rechts noch rumgurken, sondern nur an den Tonnen vorbei. Aber das zeige ich euch gleich nochmal. Ansonsten, hier wird es ein bisschen schmaler, uriger. Ja, schön, aber seht ihr selber. Ne? Bis gleich. Ja, und hier wird es jetzt ja richtig schön, ne? Schönen weißen Seerosen, herrlich. Echt nicht schlecht. Und ich glaube, das war doch irgendwie so, ne? Die Gelben haben, also brauchen nicht so eine gute Wasserqualität, aber ich glaube, die Weißen brauchen eine bessere Wasserqualität, ne? Irgendwie so war das, glaube ich. Meine ich jedenfalls. Ja, da hinten kommt dann gleich der Karpsee. Und ja. Wobei das auch eigentlich eher nur so ein schmaler, kurzer See ist. Aber den seht ihr gleich. Boah, ist das nicht herrlich? Guckt euch das mal an hier. Alles voll Seerosen. Cool. Ja, nicht schlecht. Ja, und hier müssen wir jetzt einfach nur einmal quer rüber. Und dann geht's in den nächsten See. Ja, alles gut. Ich tue dir nichts. Ja. Mann, die sind ein bisschen aggressiv. So. Tschüss. Ja, das sind die Tonnen hier. Und da hinten ist noch eine, drei Stück und dann seid ihr drüben. Also es ist keine Weltreise hier rüber. So, drüben angekommen. Und dann ist hier so ein kleiner Verbindungsarm. Und dann kommen wir gleich in den Waterfitzsee. Und der Waterfitzsee ist auch ein relativ kleiner See. Und den darf man auch nur an den, der hat auch so eine kleine Betonung, da darf man auch nur an den Tonnen durchfahren sozusagen. Also das schrappt man sozusagen nur an der Kante einmal so lang und fährt in den nächsten See schon wieder rein. Und das ist der Lepinsee. Und mir ist eingefallen, ich habe vorhin euch doch erzählt, ich mache Pause bei, habe ich da nicht Labussee gesagt oder so? Weiß ich nicht. Also jedenfalls Lepinsee. Und da ist auch der Campingplatz, wo ich eine Nacht verbringen will, wenn die da noch ein Plätzchen für mich haben. Also, ich habe es bald geschafft und dann ist Pause angesagt. Haha. Ne? Aber erstmal gucken wir hier durch die wunderschöne Natur. Vielleicht sehen wir auch noch Nutria oder so. Die gibt es hier natürlich auch. Voraus der Waterfitzsee und wir fahren ab hinten jetzt rechts einmal rum und folgen der Betonung und dann kommt schon der Lepinsee und dann ist für heute das Kajakfahren erstmal zu Ende. Ja, wie ihr seht, der ist auch nicht besonders groß,
Und da müssen wir jetzt auch einmal rüber. Und da vorne ist noch ein Kanu. Da haben wir es gleich geschafft. So, den Waterfitzsee haben wir auch geschafft. Dann kommt jetzt hier noch ein ganz kleiner Verbindungsarm. Der ist wirklich sehr kurz. Da hinten, wo es hell wird, ist dann schon der Lepinsee. Und das ist auch so ein ziemlich langer, schmaler See. Ist auch ganz schön. Ja, und die Eisvögel fliegen hier auch durch die Gegend. Aber das habe ich aufgegeben, das versucht zu filmen. Das wird nichts. Die sehe ich mit den Augen ja kaum. Aber diese kleinen, wunderschönen, blauen Eisvögel, ne? Ihr wisst, was ich meine. Die gibt es hier auch zuhauf. Also hier jedenfalls. Cool. Klein und flink. So, hier kommt einer mal doch mal ein bisschen der Wind entgegen. Mein geliebter Wind. Und dann muss ich gleich mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Haha. So, dann gucke ich mal auf die Karte. Ja, also es müsste eigentlich da vorne gleich auf der linken Seite sein. Die haben sogar einen Shuttle-Service. Da gibt es auch noch so einen Paddel-Paul. Okay. Na gut, wir gucken mal. Ja, also allzu weit ist es nicht mehr. Dann sind wir da. Erstmal zeigen. Also ich tippe mal da einmal um die Ecke rum. Denn sind wir am Campingplatz. Denn Attacke, einmal darüber. Ja, ich mache euch noch mal kurz aus. Ja, als erstes kommt dann hier so ein Anleger für die Miroer Schifffahrt, die blau-weiße Flotte. Und dann kommt noch der Paddel Paul, was ich so lese, anscheinend auch ein Kanu-Kajak-Verleih. Und ich tippe mal, da wo ich hin muss, das ist da vorne. Aber ja, genau weiß ich es auch nicht. Das sieht mir jedenfalls nicht nach Campingplatz aus. Haha, ich fahre noch ein Stück weiter. Da fahren wir hin. Attacke! So, ich glaube, hier bin ich richtig. Das ist der Campingplatz. Hier kann ich natürlich nicht so gut filmen, weil hier ist doch ein bisschen was los. Deswegen habe ich euch mal umgedreht. Dann schauen wir mal, ob ich hier noch ein Plätzchen kriege. Ich latsche jetzt mal zur Rezeption und hoffe, ich habe nämlich gerade gesehen, ich habe meine Kabel vergessen. Ich habe zwei Powerbanks mit hier zum Laden, aber ich habe die Kabel zu Hause vergessen. Das ist natürlich nicht so intelligent. Jetzt habe ich nur noch zwei Akkus und ich wollte eigentlich noch ein bisschen was filmen, ne? Dachte ich mal so. Jetzt hoffe ich mal, dass ich hier vielleicht noch ein Kabel kriege. Ja, ansonsten ist es so relativ groß, hätte ich gar nicht gedacht. Alles mit Bäumen und so. Recht schön. So, aber jetzt abschalten. So, es regnet und komischerweise ist keiner mehr am Baden. Das sind mir vielleicht ein paar Leute hier. Ja, also hier war ich jetzt ja eben. Und ja, durch mein Batterieproblem. Ich habe mal gefragt, ob die so ein Kabel haben. Haben sie nicht. Die meinten, ich könnte sonst noch ein Stück weiter hier runter Richtung Miro. Das ist ein bisschen größerer Campingplatz. Jetzt ist die Frage, mache ich das? Weil ich glaube, wenn ich hier mit dem Zelt aufbauen und so das noch alles filme, dann reicht mein Akku nicht. Also paddel ich jetzt einfach mal ein Stück weiter und hoffe, dass ich da hinten noch einen Campingplatz finde, wo ich vielleicht noch so ein Aufladekabel kriege. Ja, ansonsten muss ich die wieder komplett durchpaddeln, wie letztes Mal. Dann ist das so Schicksal, ne? Ansonsten, diesen Campingplatz kann ich empfehlen, liegt direkt am Wasser. Zeltwiese ist gleich hier vorne. Boote darf man da zwar nicht mit hinnehmen, aber hier hinten kann man die hinlegen und ja, muss halt leer räumen, ne? Ja, dann werde ich mich jetzt gleich nochmal aufs Wasser begeben, ab in den Regen. So, tschüss! Ja, danke! Wahrscheinlich soll es nicht sein mit dem Zelten. Und ich glaube, ich muss euch mal kurz einpacken. Sonst funktioniert gleich die GoPro nicht mehr wahrscheinlich. So, einmal noch kurz umdrehen und dann schalte ich euch aus. Da geht's lang. Ab in den Regen. Attacke. So, den Lepinsee habe ich jetzt halb geschafft, würde ich mal sagen. Hier gibt es auch schöne Bootshäuser überall. Herrlich. Ja, ich bin ein bisschen nass geworden. Aber gut, es ist jetzt einigermaßen trocken.
Und ja, da hinten sieht es natürlich noch ziemlich grau aus. Aber ich ahne ja schon, ja, wahrscheinlich muss ich die ganze Runde jetzt paddeln. Was heißt muss? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, vor allem Miro, dann bin ich auch schon wieder fast rum. Und dann bin ich ja schon wieder fast am Überlegen, kannst du diese paar Meter auch noch fahren. Ja, blöd. Ah, dass ich auch immer alles vergessen muss. Naja, gut, was soll's. Aber gut, ich paddel erstmal weiter. Wir werden sehen, was ich mache. Keine Ahnung. Ja, und da hinten ist dann auch gleich der Verbindungsarm und da geht es dann in das Granzower Möschen, glaube ich, so heißt das. Das ist auch im Grunde ein ganz, ja, so wie hier, so ein ganz schmaler See. Da sind aber ganz viele Seerosen, wenn wir Glück haben. Hab eben noch mal auf die Karte geguckt, hab Blödsinn erzählt. Fängt übrigens schon wieder an zu regnen. Also erst kommt der Groß-Krotzower, Gott, Krotzower? Groß-Krotzower See oder so und dann kommt erst das Möschen. Ne? Leichter Verhaspler sozusagen. Ha. Ne? Da wollen die Reihenfolge ja einhalten. Wie heißt das immer? Ich kann das immer nicht. Das sind mal so komische Namen hier. Großer Kotzower See. Das ist der nächste und dann kommt der Granzower Möschen. So. Und dann kommt der Miroer See. Und dann müsste man rechts abbiegen in die Müritzhavel Wasserstraße. Dann kommt man noch durch so einen ganz mini kleinen Sumpfsee und dann in die kleine Müritz und dann bist du eigentlich schon wieder, ja, am Anfang, ne? Deswegen, dann kommt man ja schon wieder ins Überlegen, fahre ich das jetzt doch ganz oder nicht? Eieieiei, obwohl das wäre echt ein riesen Aufriss, ne? Und dann nur für einen Tag. Irgendwie Blödsinn. Andererseits ist das auch blöd, wenn man nicht genug Strom hat, ist auch blöd. Natürlich könnte ich auch irgendwelche Leute fragen, ob die vielleicht ein Kabel haben. Das hat zum Beispiel auf der Zugfahrt, wie ich das Wohnmobil angeguckt habe, da hatte ich natürlich auch meine Kabel vergessen. Habe mir auf Netflix hier handymäßig was runtergeladen, damit ich da im Zug was gucken kann. Habe natürlich auch das Kabel vergessen, ich voll Idiot, aber gut. Aber da gab es nette Leute, die haben mir dann etwas Strom spendiert und dann ging das doch. Naja, mal sehen. Was ich jetzt mache, ich weiß es auch noch nicht genau. Ich werde euch, ja, oder sagen wir mal so, wir werden das im nächsten Teil, werdet ihr das erfahren, weil ich werde jetzt, glaube ich, mal Schluss machen. Ich habe schon so viel wieder gefilmt, was ich hier so sehe. Wir machen da auf jeden Fall einen Zweiteiler raus. Und dann würde ich sagen, ich sage für diesen Teil schon mal Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.